Let's play Ben. Deine Zuneigung zu deinem Pokémon-Team und die Art und Weise, mit der dieses Team im Kampf alles für dich gegeben hat, werden von dieser Maschine für die Nachwelt festgehalten. Glückwunsch zum Eintritt in die Ruhmeshalle. Glückwunsch Christoph Level 66. Glückwunsch Lucario Level 61. Glückwunsch Justine Level 56. Glückwunsch Jason Level 45. Und Glückwunsch Welte Level 61. Und Glückwunsch Let's Play Markus Level 50, der du uns seit dem ersten Part begleitest. Na, seit dem ersten nicht, aber seit dem zweiten. Glückwunsch, du bist der Champ der Pokémon-Liga. Das ist dein Pokémon-Team, was dich bis zum Ende begleitet hat, was dich ruhmreich durch die Top 4, durch die Pokémon-Liga und durch den Kampf gegen den Champ geführt hat. Einige Tage später strömten die Leute in Scharen nach Illumina City, um den Retter der Kalos-Region und den neuen Champ zu feiern. Ja, das bin ich. Der Champ. Es ist überwältigend, wie viele Leute gekommen sind, um euch zu feiern. Hier, das Carlos Emblem. Das ist die Auszeichnung für den Sieg der Carlos-Regierung. Ihr seid einfach die Besten. Im Namen aller Bewohner von Carlos möchte ich euch meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Vielen, vielen Dank. Oh, da sind sie nochmal alle. Der schon wieder. Der Riese. Wie hieß denn der nochmal? Ach, ja, hier. Nee, falsch, hab ich vergessen. Tritt gegen mich an. Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt, ein Trainer zu sein. Uha, gleich noch ein Kampf nach der Herausforderung von Pokémon-Trainer AZ. Genau, AZ, so hieß er. Drei Pokémon, okay, das dürfen wir kriegen als Top-4-Champ. Sollten wir auch das noch bewältigen können, denke ich mal. Gut. Glatt mal Hydropumpe einsetzen und das Quartel ausradieren. Genau so macht man das. Auf dem roten Teppich. Guck mal, wie viele Menschen da zuschauen. Mein erster Kampf, wo so viele Menschen zuschauen. Ja, das bin ich doch ein bisschen stolz. Meine AP sind auch wieder geheilt. Sind das jetzt alle Attacken einsetzen kann. Naja, das wird doch wohl zu schaffen sein. Ist doch nichts gegen den Pokémon-Champ. Ja gut, ich muss mich halt noch verteidigen, also das ist, ja, man muss der Menge ja auch noch beweisen, dass man wirklich der Champ ist und dass man den Titel ja nicht in der Lotterie gewonnen hat oder irgendwie erschwindelt hat. Ja. Und das habe ich gerade eben bewiesen.
Ja, ich habe gewonnen. Ich bin voll zurecht der Champ der Top 4. Danke für diesen Kampf. Es ist uns endlich gelungen, die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Dass ich das die ultimative Waffe schuf und ein Leben voller Leid führte, gibt es nicht mehr. Was passiert? Oh Mann. Floyette. Endlich, nach 3000 Jahren. Diesen Augenblick hat sein Pokémon all die Jahre über herbeigesehnt. Den Augenblick, da er wieder Mensch wird, den er einst sein Herz geschlossen hatte. Na, wenn das mal kein schöner Part Ende ist. Wenn das mal kein schöner Ende für diesen Part ist. Dann weiß ich auch nicht. Schauen wir uns nochmal die Credits an. Ja, keine Angst, es geht nach diesem Part noch weiter. Das wird nicht der letzte Part Pokémon Y sein. Ja, es wird noch ein, zwei Parts geben. Und ja, weil die Geschichte geht danach noch weiter. Sie ist noch nicht vorbei. Also, man sieht sich im nächsten Part von Pokémon Y, wo ich mal sagen, habt bis dahin noch eine angenehme fürstliche Zeit. Ja. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, sollte es euch fürstlich gefallen haben. Ja. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Pokémon Y Let's Play mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Ja, demnächst geht es dann auch bald mit Pokémon Sonne weiter. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon drauf freut, aber ich freue mich schon richtig mega auf Pokémon Sonne. Werde das dann nach Release für euch Let's Playen. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch auch so sehr darauf, wie ich es tue. Und seid dann genauso freudig dabei, wie ich. Wenn es dann wieder heißt Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. So,
Erstmal gibt es zwar noch ein paar Pokémon Y-Parts, aber dann kommt auch bald, dann schließt dann auch bald direkt hinten dran das Let's Play Pokémon Sonne ran. Schreibt mal bei dieser Gelegenheit in die Kommentare, falls ihr noch da seid, ja, wie euch das Let's Play, die Let's Play-Reihe insgesamt gefallen hat. Es ist ja seit Februar 2016 mache ich ja diese Let's Play-Reihe. An dieser Let's Play-Reihe kann man auch perfekt sehen, wie sich mein Kanal entwickelt hat. Es ist wirklich... Pokémon Y Part 1 ist wirklich mein erstes Let's Play und ja, dieses ein aktuelles. Also, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es so fandet, an dieser Let's Play-Reihe meinen Fortschritt zu sehen, auch meinen spielerischen Fortschritt, wie auch meinen Entwicklungsfortschritt in Sachen Kanalentwicklung. Würde ich mich für ein paar kreative Kommentare sehr freuen. Ja. Schreibt es einfach in die Kommentare. Schreibt eure Gedanken alle da. So in die Kommentare. Zu Pokémon Y. Das Let's Play vom Zwergenfürst. Jo, habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Bis denn und ciao, ciao, haut renne!